Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Niemandsland im LS22. Wir befüllen jetzt erstmal den New Holland und den Kalkstreuer. Das wäre gerade so zumindest für mich wichtig, damit es hier wieder vorangeht. Dann werden wir mit dem Holz weitermachen. Stimmt gar nicht, wir müssen die Walze gleich nochmal aktivieren. Also den Deutz mit der Walze. Der war ja auch noch nicht ganz fertig. Ja, der Kontostand steigt ja durch das ganze Holz, was wir verkaufen. Das ist ja schon mal super. Beim letzten Mal ist uns ja der Holzanhänger so ein wenig abhanden gekommen. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich noch drin in der Fabrik? Kalk. Ja, wenn er voll ist. Jetzt. 24.000 Liter. Gut. Also einmal voll reicht noch. Und dann ist er fast voll noch. Ich glaube, wir sollten bald mal Wasser kaufen. Um die Maschine wieder zu aktivieren. So. Wo hast du denn jetzt aufgehört? Ich weiß da, wo ich losgefahren bin, aber wenn man sich jetzt so dran erinnern könnte, wo das war. Wie gut, dass hier Reifenspuren sind, sonst würde ich das nie wiederfinden. So, nächster Wegpunkt, wenn ich die Maus wiederfinde. Da ist er. Oh, los. Viel Spaß. Da bist du ja. Genau, starten wir dich auch mal. Auch wieder arbeiten und wir fahren wieder zurück, Holz aufladen. Da stand ja in den Kommentaren drin, dass ich vergessen habe, die Feststellbremse zu ziehen. Ja, kann sein. Kann mir auch mal passieren. So, naja, ist halt so. Ist halt so, wie es ist. So. Wir sind schneller. Wir sind schneller. Täh, Rennen gewonnen. So. Ja, dann können wir eigentlich hier jetzt quer übers Grasfeld schießen, ne? Vielleicht finden wir ja mal einen besseren Platz, wo er nicht weggeholt. Der Hänger. Ja, das war Baumstamm. Stumpf. Nicht Stamm, Stumpf. Ich glaube, hier stehst du ganz gut. So. Ja, dann sammeln wir doch mal die Bäume ein, die wir noch hier verteilt hatten. Wenn du Rie meinen Baumstamm frisst, ne, dann werde ich aber garantiert. So. Hast du ihn jetzt in der Zange? Ich hoffe, glaube, ja. Das klappte. Den geht's weiter. Ich habe schon Gewicht dran und trotzdem ist das anscheinend noch zu wenig. So. Er wackelt auch immer noch hin und her. Sinn und Zweck. Gut, und ich könnte ihn noch einmal sägen.
Tafel denke, das dürfte klappen. So, mach mal die Gabel bitte wieder auf, dass du von alleine plumpst. Perfekto. Genau. Ich wollte den Baumstamm noch mal richtig hinlegen. So. Wenn ihr Rehe jetzt meine Bäume frisst, ne, dann müsste ich euch verkaufen. Genau. Such mal der Weide. So, dann kommt hier der nächste dicke Brocken. Jetzt dürft... Ja. Jetzt habe ich nur... Ja, zuckt schon. Oh. Nochmal sägen wäre gar nicht so verkehrt. Die ist doch recht mächtig. Bin ich gespannt, ob ich den überhaupt aufgeladen kriege. Ja, muss ganz schön kämpfen, der gute Steier. So, jetzt wird's interessant. Klappt das oder klappt das nicht? So, und jetzt mit Karacho? Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Schwere Geburt, aber es klappt. Machst du die Gabel auf? Ha. Okay, müsste ich noch ein bisschen weiter zurückschieben jetzt. Hätte ich ja beinahe wieder, oder habe ich beinahe wieder Schiss, dass der Anhänger den wieder wegrollt. Probieren, geht über studieren. Gut, das wird nicht. Und wenn ich den jetzt einfach anhebe, das hat schon besser geklappt. Bleibst du bitte stehen? Ey, ganz ehrlich, ich hab diesmal Unterlegkeile, alles drunter. Mal schauen. So, dann können wir gleich den Dicken hier nehmen. Gut, der will nicht. Jetzt will er. Ich wusste es doch, du willst. So. Die sieht gut aus. Das ist auch wieder so schwer. Ich brauche ein schwereres Gewicht. Eindeutig. Jetzt bloß nicht umkippen. Oh. Jetzt wird es interessant wieder. Ha. Ha? Nee. Ja, nee, ja. Ja, nee. Passt doch. So, dann machen wir auf die Gabel. Ein kleines Stück noch. Ah, hat doch geklappt. Ich könnte wetten, jetzt in Real Life hätte der Anhänger schon 5-mal Achsenbruch gehabt. So wie ich den beladen hätte. Das ist nett, dass du in meine Gabel rollen willst. Das kannst du gerne öfters machen. So, den schneide ich aber trotzdem noch einmal durch. Er kämpft wieder. So. Dann wieder Gabel auf. Ich kämpfe gerade mit meiner Maus.
So. Ja, das hat auch geklappt. Nehmen wir den kleinen Ast nochmal. Danach geht es an den nächsten Großbaum. Jetzt klappt das. So. Da kämpft er schon wieder. Wir sollen den echt mal reparieren. So, nächsten weg. Weiter. Nie. So besser? Was habe ich jetzt? So, Gabel auf. Perfekt. Mach mal zu. So. Hier lieber. Oh. Oh, geht aber. Einigermaßen gleichmäßig lang, hätte ich beinahe gesagt. Also einigermaßen mittig. So, jetzt wieder abladen. Oha, klappt doch. Es klappt, es klappt, es klappt. Kriegen wir jetzt den restlichen Baum so aufgeladen? Oh, Gabel zu. Na, komm schon. So schwer ist der ja nicht mehr, ne? Nur lang. Gib alles. Sehr, sehr lang. Aber dann müsste jetzt doch eigentlich durch die unteren Stämme halten, hoffe ich. Genau, mach mal die Gabel schön auf. Der Plan geht auf. Was? Nee, gut. Der Plan geht auf. Und jetzt auf zum nächsten. Ich kämpfe mich gerade hier mit so ein bisschen durch. Der Steiger will auch nicht mehr so richtig. Und nur Gabel weiter aufkriegen. So. Boah. Dann am liebsten hier durch. Und jetzt. Oh. Wieder so ein schweres Ding. Oder einfach nur zu lang geschnitten. Ich gebe kein Gas, ne? Ich mache gerade nichts. Jetzt gebe ich. Oh. Vorwärts.
Finde ich interessant. Bei Heckantrieb kann er trotzdem vorwärts fahren, obwohl das gerade so ein bisschen in der Luft spielt. So, nee, ja, nee, nee, ja. Jetzt, nee, nee, ja. Ha. Was ich hier fabriziere. Nee, ich glaube, der ist einfach zu schwer. Jetzt liegen wir schon mal auf der Deichsel auf. Ist ja nicht das Verkehrteste. Na komm. Komm. Kommst du runter? Ich glaube, daraus müssen wir zwei Teile machen. Hingekriegt, dass wir nur noch abladen können. Na, flutsch raus. Gut, noch weiter geht die Gabel nicht auf. Kriege ich die noch ein bisschen zur Seite weggedrückt, dass ich da noch einen Baum. Ne, kriege ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, verkaufen. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Und dann gibt's um 17 Uhr, wenn ich mich recht entsinne, nochmal. Oh. Die Niedersachsen. Mit einer neuen Folge. Ja, klappt. Cool. Ich wünsche euch was, lasst euch nicht ärgern. Und dann sehen wir uns um 17 Uhr nochmal. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.